is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Gemeinde wird nicht fallen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Alle, die die Gebote Gottes halten und am Glauben Jesu festhalten, werden den Zorn des Drachen und seiner Heerscharen zu spüren bekommen. Satan zählt die Welt zu seinen Untertanen. Er hat die Herrschaft über die abgefallenen Kirchen erlangt. Doch da gibt es eine kleine Gruppe, die seiner Oberherrschaft widersteht. Wenn er sie von der Erde ausradieren könnte, wäre sein Sieg vollständig. Wie er damals die heidnischen Nationen beeinflusst hatte, das Volk Israel zu vernichten, so wird er in naher Zukunft die bösen Mächte der Erde aufsetzen, um das Volk Gottes zu vernichten. Ihre einzige Hoffnung liegt in der Gnade Gottes. Ihre einzige Verteidigungswaffe wird das Gebet sein. Die Prüfungen, die zur Zeit Esters über das Volk Gottes kamen, waren nicht nur eine Eigentümlichkeit jenes Zeitalters. Der Schreiber der Offenbarung, der die Jahrhunderte bis zum Abschluss der Zeit überschaute, erklärte: Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Manche, die heute auf der Erde leben, werden sehen, wie sich diese Worte erfüllen. Je weniger Zeit verbleibt, desto größer wird Satans Zorn. Sein zerstörerisches und betrügerisches Wirken wird seinen Höhepunkt in der Zeit der Trübsal erreichen. Satan wird seine Wunder wirken, um damit zu verführen. Er wird seine Macht als die allen Überlegene darstellen. Die Gemeinde mag den Anschein erwecken, als ob sie fiele, aber sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder in Zieren ausgesichtet, die Spreu von kostbarem Weizen getrennt wird. Das ist eine schreckliche Maßnahme, doch muss sie trotzdem stattfinden. Nur solche, die durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben, werden unter den Treuen und Aufrichtigen gefunden werden, ohne Flecken und Makel der Sünde und ohne Falsch aus ihrem Mund. Gott erklärt: Auch wenn eine Mutter ihr Kind vergesse, will ich doch dein nicht vergessen. Gott denkt zärtlich und fürsorglich an seine Kinder für ein Buch der Erinnerung, sodass er die ihm anvertrauten Kinder nie vergessen könnte. The Lord is coming. Are you ready?